Hi, ich grüße euch. Ich bin hier genau an der gleichen Stelle, an der ich das letzte Video beendet hatte. Denn ich bekam einen Tipp, dass hier in der Gegend einige Lost Places sein sollen. Genau die werden wir uns heute ansehen. Viel Spaß!
bin hier gerade von der Ruine hochgestiegen. Ich musste krabbeln, so steil ist das. Stimmt so. Dabei blieb ich hier an einem Ast hängen. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Hier oben ist eine Riesenanlage. Hier neben mir direkt ist ein Tunnel. Wow. Und hier hinter mir ist ein Gebäude mit eingestürztem Betondach, Stahlbeton. Ich kümmere mich mal hier rum und dann gehen wir weiter. Wisst ihr, auf was ich mich freue? Ich bin ja schon ein Mensch, der das Abenteuer sucht. Und da es hier runter nicht mehr geht, da es einfach zu steil ist, da brauchen wir gar nicht dran zu denken. Wenn ich da einmal irgendwie abrutsche, liege ich unten im Tal. Das heißt, wir müssen hier irgendwie aus dieser Ruine einen Weg rausfinden. Ich muss irgendwie hoch auf den Berg. Da oben gibt es auch Wege. Ich würde tatsächlich behaupten, wir gehen erstmal in den Tunnel, bevor wir hochgehen. Also los! Hier ist schön kühl. Hoppla. Ich dachte, hier geht's raus. Mit der Kamera komme ich da aber nicht runter. Also wieder zurück. So, und weiter geht's hier hoch. Da waren wir gerade unten. Immer diese Leute mit ihrem Müll. Das war das, was ich für eine eingestürzte Decke hielt. Das ist ein Schacht, wo anscheinend Schutt runtergeworfen wurde vom Steinbruch, der hier oben ist. Hier geht's schon wieder rein. Da ist Feuerholz hinten drin. Und eine Axt, Alter, ist das cool. Schöner Ofen. Gehen wir aber mal weiter.
Hier ist der Weg, aus dem ich raus wollte. Ich gehe mal hier weiter. Das sieht nach einem alten Weg aus. Da wird man vielleicht auch auf einen neuen Weg treffen. Im allerschlimmsten Fall muss ich halt den Rucksack mit einem Seil runterlassen und dann so hinterherkommen. Seile habe ich genug dabei. Über den Weg bin ich tatsächlich wieder runtergekommen. Ich bin jetzt oberhalb der ersten Ruinenanlagen und gehe jetzt hier in eine weitere Ruine. Besonderes. Eine alte Eisenbahnschwelle. Ich bin jetzt hier gerade an der letzten Ruine vorbei und laut Karte kommen hier jetzt keine Gebäude mehr. Der Steinbruch ist auch schon hinter mir. Vielen, vielen Dank nochmal für den Tipp. Das war echt klasse. Ich wollte schon ewig mal eine Lost Place Tour machen, aber fand nie was Gescheites hier in der Nähe. Und jetzt habe ich doch mal was. Vielleicht gucke ich mal, ob es noch was in der Gegend gibt und mache noch eine zweite Tour. Auf jeden Fall meine große Tour durch den Pfälzerwald wird einige Lost Places beinhalten. Da habe ich schon was Schönes. Und ich gehe jetzt mal hier weiter, wandere Richtung Dossenheim, Richtung Süden. Da ist ein Bach, da kann ich mich noch etwas frisch machen und dann geht's nach Hause. Ich verabschiede mich schon mal an der Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei den Lost Places. Ich fand's sehr aufregend und die Natur hier ist auch einfach klasse. Hier werde ich auch nochmal herkommen, einen Tag wandern. Einfach mal so ein größeres Gebiet abdecken. Das erste Mal war es hier ein kleines Gebiet, das zweite Mal ist es hier ein kleines Gebiet. Aber ich mag mal eine große Wanderung machen hier. Würde mich sehr freuen. Ich bin gerade echt erschrocken, als die Kamera kurz aus war. Es hat sich angehört wie ein Fasan, könnte auch eine Taube sein. Irgendwas ist hier gerade rumgerannt und dann über mich drüber geflogen. Ich hab's nicht gesehen. Das sind übrigens jetzt die Marino-Wollsocken und klasse. Besser als vorgestellt. Ich dachte, es ist einfach angenehmer und man kriegt keine Blasen, so ist es auch. Aber das Laufen ist ganz weich, wie zu Hause auf dem Teppich. Trotz der harten Sohle, ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, dass es bei den Schuhen so ist, dass die Sohle die ganze Zeit einen kontinuierlichen Druck auf meine Fußsohle ausübt. Und das ist wirklich unangenehm auf Dauer. Aber mit denen geht das.
Da war die Strecke zum Bach doch etwas kürzer, als ich dachte. Ich hatte in Betracht gezogen, einen Zweiteiler zu machen. Den einen Teil nur mit der Lost Place Tour und den zweiten Teil dann eben mit der Wanderung. Aber die Strecke war wirklich viel kleiner als geschätzt. Und dementsprechend habe ich das Ganze dann doch zusammengepackt. Nach der kleinen Erfrischung bin ich auch schon runter in die Stadt. Der Weg war nicht mehr weit und es waren viele Touristen unterwegs, daher keine Aufnahmen mehr. Aber es war trotzdem ein wirklich schöner Tag. Ich hoffe, ich konnte es gut einfangen und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.